Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Wir haben die ersten 7 Dungeons erfolgreich gemeistert, haben bereits viele Rätsel in der Oberwelt von Hyrule gelöst und jetzt können wir eigentlich schon in Richtung Dungeon Nummer 8 aufbrechen, aber nicht ohne vorher eine Kleinigkeit zu kaufen, und zwar will ich noch ein Elixier mitnehmen, weil ich glaube, der Dungeon wird um einiges härter als der 7. werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. So. Werte Dame, ich hätte gern das Rote Elixier. Und jetzt haben wir noch 8 Rubine. Jetzt sollten wir unterwegs auf jeden Fall mal wieder so ein paar Rubinchen sammeln. Das könnte mal nicht schaden. Jedenfalls fehlt uns noch ein ganzes Herzchen. Und das sollten wir dann noch bekommen, wenn wir den 8. Dungeon gemeistert haben. Also, läuft auf jeden Fall ziemlich gut bisher bei uns. Wir haben vor allen Dingen den letzten Dungeon, also den 7., wirklich gefühlt sehr, sehr gut gelöst. Vor allen Dingen waren die Gegner auch gefühlt nicht so krass wie in den Dungeons davor. Aber ich denke, das wird in jedem Fall im 8. Dungeon nicht mehr so sein. Insofern wird es bestimmt eine kluge Entscheidung gewesen sein, die Medizin zu kaufen. Und jetzt wollen wir auf jeden Fall den 8. Dungeon suchen. Ich weiß auch ungefähr, wo der ist. Und der ist auch ganz gut versteckt. Das muss man wirklich sagen. Der ist nicht so leicht zu finden. Aber ich weiß ungefähr, also den Screen, wo der ist, weiß ich. Und ich weiß auch ungefähr die Richtung. Trotzdem müssen wir uns hier ein bisschen umsehen. Wenn man von dem Spiel keinen Plan hat, ist das auch nicht so einfach. Vor allen Dingen ist es echt schwer zu erkennen, dass es ein Dungeon da dann sein soll. Aber dass an der Stelle irgendwas ist, das fällt glaube ich schon auf. Aber das werden wir gleich ja sehen. Wenn ich denn mal fündig geworden bin. Ah, doch, hier irgendwo haben wir es, da bin ich mir sicher. So, habt ihr noch ein paar Münzis hier irgendwo? Okay, hier sind wir verkehrt auf jeden Fall. Na, nochmal zurück. Das kann aber auch nicht richtig sein. Ja, ihr wisst ja, ne? Orientierungssinn und so, das ist nicht so ganz meine Stärke. Wobei wir uns hier bisher wirklich richtig, richtig gut zurechtgefunden haben. Ich habe mich bisher kaum verirrt, was mich eigentlich wundert. Da sind wir in der Wüste, das möchte ich auch nicht. Ich möchte schon hier in diesem Savannengebiet bleiben, so viel ist klar, weil hier ist das. Leute, ich bin doch nicht doof. Irgendwo hier haben wir es doch. Okay, komm jetzt mal hier rechts entlang. Dann nochmal nach rechts, würde ich sagen. Und da müssen wir doch irgendwann mal da sein. Also hier, doch. Hier sind wir auf jeden Fall schon grundsätzlich nicht verkehrt. Jetzt hier hinunter. Und genau hier wollte ich hin. Jetzt mal eben ganz schnell die Kerze ausrüsten und tada! Hier haben wir Level Nummer 8. Herzlich willkommen also. Im letzten Dungeon, wo wir das letzte Triforce-Teil bekommen. Und gleich mal hier direkt ein Zwischenboss. Das geht ja hier fix. Okay. Schnappen wir uns die Bomben und versuchen, den so klein zu bekommen. Klappt aber nicht so ganz. Supi. So, jetzt aber. Dann mal nichts wie weiter. Oh. Oha. Gleich mal hier ein ganzes Gegnerfeld querbeet mit 1000 verschiedenen Gegnern. Und diese blinkenden Zappeldinger, die stören mich wirklich immer noch am allermeisten. Weil wenn die uns treffen, ist unser Schwert für einige Sekunden blockiert. Und das Ganze dann noch gemeinsam, wenn wir noch im Raum mit solchen Rittern sind, das kann wirklich extrem, extrem nerven und frustrieren. Aber ich bin mal gespannt, was uns gleich hier
erwartet, wenn wir dort herabsteigen. Erstmal will ich hier möglichst wenig Herzen vorher verlieren. Leute. Alter. Ja klar. Er dreht sich genau dann um, wenn ich ihn schlagen möchte. Naja. Und hier haben wir tatsächlich schon ein Dungeon-Item. Sieht aus wie ein Buch. Krasse Sache. Tada! So, und das bewirkt Folgendes. Ihr seht schon, unser Zauberstab ist jetzt quasi zu einem, Feuerzauberstab geworden. Quasi hat sich die Zauberfähigkeit des Stabs durch das Buch erhöht. So kann man es, glaube ich, sagen. Also schon ganz nice. Jedenfalls haben wir das Item schon sehr, sehr früh bekommen. Aber Level 8 ist hier wirklich besonders, weil hier gibt es nicht nur ein einziges Dungeon-Item. Nö, es gibt sogar noch ein zweites, was man finden kann. Und das wollen wir natürlich auch, weil das auch in meinen Augen ziemlich cool ist, dieses Item. Und uns wirklich noch sehr hilft. Naja. Was machen wir hier noch? Ich würde sagen, wir probieren mal aus der Entfernung die beiden verbleibenden Gegner hier zu besiegen. Sehr gut. Gut, aber wir haben wir hier sowieso nicht. Das war unnötig eigentlich. Dann gehen wir mal weiter. Oh, Herr Jemini. Noch ein weiteres Vieh. Aber die kennen wir mittlerweile ja schon. So, Bombi her und sehr gut. Das hat funktioniert. Dann würde ich mal sagen, probieren wir uns hier mal durchzubomben, was auch klappt. Nice Sache. Jetzt wird es allerdings ziemlich unnice, weil wir hier 5 von diesen blauen Rittern haben und zusätzlich, nicht nur das, werden wir hier noch beschossen von allen Seiten von diesen stationären Drachen hier. Das ist wirklich extrem doof. Jetzt nehmen wir hier Schaden wie sonst was. Man kann auf jeden Fall schon festhalten, dass der Dungeon hier um einiges krasser ist als der 7. Definitiv. Alter. Aua. Sehr gut. Ich glaube. Oh, hier kommen wir nicht ohne Trank aus. Also direkt nehmen. Oh, wie doof. Also die nerven wirklich extrem. So, Schlüssel her und dann... Ah, weiß ich gar nicht. Gehen wir mal zuerst rechts rum. Was haben wir hier? Och, Hasi-Dinger. Toll. Okay, komm. Mit den Pfeilen sind die auf jeden Fall kein Problem. Allein mit nur einem Hieb down, wenn wir sie denn treffen würden. So. Na. Schwere Geburt hier. Okay, Kampfpass schon mal eingesagt. Jetzt wissen wir jetzt schon mal zumindest, wo der Boss ist. Auch wenn uns das eventuell dann gar nicht mal so weiterhilft. Weil wir noch keinen genauen Standpunkt haben im Sinne von, dass wir die Karte noch gar nicht haben. So, wohin des Weges mal jetzt? Okay, hier haben wir eine Menge Gegner. Schauen wir mal, was wir hier links haben. Wie wir sehen, sehen wir noch nichts. Oh, viele Gegner und ein Schlüssel. Boah, wie nervig. Ich will den Schlüssel haben. Also ganz fix. Ach, sehr gut. Licht machen. Und dann hauen wir ab. Ganz ehrlich, ich will die nicht alle besiegen. Wow! Alles klar, jetzt ist ja noch ein Goma. Also hier sind auf jeden Fall eine Menge alter Bossgegner. So, aber den kennen wir ja. Der frisst sogar mehr als einen. Der frisst mehr als einen Pfeil, liebe Freunde. Damit ist er jetzt schon mal stärker als der einstige Bossgegner. Leute, ich will den doch nur treffen.
und sein doofes Auge. So, geht doch. Dann müssen wir ihn wahrscheinlich dreimal treffen. Ah, sehr gut. Okay. Spectacle Rock ist ein Entrance to Death. Alles klar, alter Mann. Also wieder mal ein Hinweisgeber. Klingt aber schon sehr böse. Mit seinem Eingang zur Hölle. Aber okay. Und hier, boah, geht mal wieder die Framerate so ein bisschen down. Aber das ist halt normal hier, wenn der Raum voll Gegner ist. So, Leute. Müssen wir die jetzt alle hier besiegen? Eigentlich nicht, oder? Wir machen sie jetzt trotzdem. Da kriegen wir noch einen Schlüssel oder irgendwie sowas. So. Eins ist noch übrig. Mann. Sehr gut. Okay, hat jetzt irgendwie, glaube ich, gar nichts gebracht. Oder ich habe es nicht gesehen. Ja, supi. Jetzt haben wir hier nochmal zigtausend von den blauen Rittern sogar. Okay, komm. Ich hoffe mal, dass meine Erinnerungen mich nicht täuschen und wir uns hier durchbomben können erstmal. Zum Glück. Zum Glück, ja, supi. Nummer 3 ist das hier schon. Von dem Typen hier. So, und jetzt kriegen wir die Karte. Jetzt kriegen wir die Karte des Dungeons und links haben wir schon wieder so einen schwarzen Punkt und das ist auch hier ein separater Raum. Mit einigen Rubinen. Die nehmen wir mal sehr gerne mit. Und machen uns dann mal hier weiter auf den Weg zu vielen Hasis. Die wir aber alle in links liegen lassen. Dank der Karte können wir uns hier, können wir es jetzt zurechtfinden und sehen, wo wir hier lang müssen, welche Räume wo sind und wo es hier noch ein Goma gibt. Supi. Liebe Leute, ey, das ist hier echt schon krass. Ich glaube, wir müssen tatsächlich sogar eventuell nochmal den Trank benutzen, also jetzt ganz aufbrauchen, weil wir hier wirklich Schaden nehmen, wie sonst irgendwie was. So, geschafft. Okay, gehen wir mal zuerst nach oben. Es sieht irgendwie nach Sackgasse aus hier. Hätte ich mir auch vordenken können. Habt ihr vielleicht noch irgendwie wenigstens Herzchen oder irgendwie so? Irgendwie sieht das gerade nicht so aus. Nur ein paar Bomben. Naja, gut, besser als gar nichts, aber naja. Dann mal lieber jetzt rechts entlang und Gegner und dann auch nochmal wieder ein Durchgang. So, da bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Oh! Liebe Leute, die Stoppuhr will ich jetzt haben. Und zwar unbedingt. Sehr gut. Viel zu selten hier. Die kann von mir aus in jedem Raum und Dungeon hier sein. Ah ja. Und da haben wir das zweite Item. Und das ist wirklich ziemlich cool. Tada! Jetzt haben wir quasi einen Universalschlüssel. Das heißt, wir haben jetzt quasi unendlich Schlüssel. Ihr seht's auch, bei Schlüssel steht jetzt ein A. Das heißt, die kleinen Schlüssel können uns echt egal sein. Jetzt können wir alle Türen öffnen. Ja, wie nice ist das denn? So, deswegen glaube ich, boah, bin ich hier schon richtig mit der Annahme, dass das ein cooles Item ist. Seht ihr bestimmt genauso. Und jetzt müssen wir, glaube ich, mal hier die Viecher besiegen, damit wir mal rechts reingehen können. Aber ich glaube, wir müssen demnächst mal unseren Trank einsetzen, ruhig. Weil es uns gerade nicht so wirklich gut geht. Boah, Leute. Okay.
Und ich habe zuerst echt schon gedacht, okay, ich probiere es vielleicht auch mal ohne Trank, aber ganz ehrlich, da habe ich mir gedacht, ich glaube, der achte Dungeon war doch hier nicht so leicht und ich bin auch, glaube ich, ganz richtig in der Annahme. Aber ohne zu viel zu spoilern, das Heftigste in dem Spiel steht uns noch bevor. So. Der letzte hier. Na jetzt aber. Meine Güte. Geht doch. Sogar noch eine 4 gedroppt und jetzt können wir hier rechts lang. Okay, ein Durchgang, 1000 Gegner, ganz ehrlich. Wir lassen sie einfach links liegen. Wir gehen weiter. Die können für uns nichts haben. Wir haben eine Karte. Wir haben einen Kompass. Die Dungeon-Items haben wir auch. Wir haben den Universalschlüssel. Insofern. Aua. Okay. Hier brauchen wir auf jeden Fall unsere Pfeile. Ich vermute mal, wir müssen hier alle Gegner platt machen, damit sich die Türe öffnet. Wir können sogar die Rubine mit unseren Pfeilen sogar einsammeln. Wie eine Art Boomerang, finde ich cool. Okay. Schlüssel her. Brauchen wir zwar nicht unbedingt, aber dann hauen wir hier ab. 10th Enemy has the bomb. Alles klar. Liebe Leute, ich glaube, wir müssen uns hier jetzt rechts lang bomben. Aber dann müssten wir eigentlich beim Boss sein, oder? Und das ist auch so. Diesmal sogar ein vierköpfiger Drache. Aber wir probieren unser Bestes. So. Na jetzt. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Und haben damit das 16. Herz bekommen. Nice, Freunde. Und jetzt also haben wir das letzte Triforce-Teil bekommen. Sehr cool. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter.